Hallo, hier ist die Silvia vom Stempellädchen. Heute haben wir also den ersten Teil einer neuen Serie. Und dieses Mal, wie letzte Woche ja angekündigt, habe ich mir das Gartenglück Papier und das Schmetterlingsglück Stempelset ausgesucht. Und ich zeige euch das gerade mal. Im neuen Frühjahrs-Sommerkatalog gibt es ja das Gartenglück Papier. Das ist ein kleines, formatiges. Und das ist in den Farben Babyblau, Calypso, Apfelgrün und Osterglocke. Und hat auch so, und Heideblüte habe ich vergessen, und hat auf der Vorderseite immer kleine Karos und auf der Rückseite große Karos. Und das finde ich ganz schön, weil man da immer so einzelne Akzente setzen kann, kleine Akzente setzen kann oder auch kleinere Verpackungen zuschneiden kann oder verbasteln kann. Ja, und dazu eben das Stempelset. Das ist dieses hier mit diesen tollen Schmetterlingen, die man dann selber entweder koloriert oder mit diesen Innenfarben hier bestempelt. Und dazu die Stanze Schmetterlingsglück. Ja, und dann habe ich heute für euch diese kleine, es gibt wieder einen Tee, diese kleine Teeverpackung mit einer Banderole und zwei kleinen Schmetterlingen. Und das ist zum Ausziehen eine oder zum Herausziehen eine kleine Karte. Die habe ich geprägt und mit Glitzerspray besprüht und einen Teebeutel aufgeklebt mit Mini-Glue-Dots. Das Glitzerspray, wisst ihr ja noch, gibt es ja im Moment zur Februar-Challenge. Da müsst ihr euch allerdings beeilen, weil 28. Februar ist ja Einsendeschluss. Das Thema ist Geburtstag. Und unter allen eingesendeten Karten verlose ich ja ein kleines Fläschchen Champagnernebel, mit denen man eben hier diese tollen Glanz- und Glitzereffekte auf die Projekte sprühen kann. Heute habe ich hier eine andere Teesorte und eine andere Farbkombination. Ach, ich lasse es mal eben. Das ist hier vom English Tea Shop Chocolate, Rooibos und Vanilla. Das ist so eine schöne Farbkombination in Gelb und Braun und das greife ich auf und habe mir ausgesucht das gelbe Papier mit einem espressofarbenen Farbkarton. Dann können wir auch schon loslegen. Ich lege das hier mal gerade alles auf Seite. Wir brauchen das Schneidebrett und das Papier mit dem Maß 15,2 x 15,2. Da habe ich also überhaupt keinen Verschnitt und ich lege mir das schon mal hier auf Seite und schneide mir dann aber schon mal mit dem Schneidebrett alles zu, was ich nachher benötige. Und zwar ist das einmal der Einleger für den Teebeutel, wo der später draufgeklebt wird. Und der hat das Maß 10 cm mal 7,6. Dann brauche ich noch eine Banderole, die hat das Maß 3 x 20 cm. Und dann kann ich das Schneidebrett schon mal wegtun, brauche jetzt aber das Envelope Punchboard. Und da lege ich mein gelbes Papier rein und falze jetzt einmal, stanze und falze bei 6,7 cm. Dann lege ich das Papier an der Nase an, stanze und falze, lege an der Nase an, stanze und falze. Und die letzte Seite, die stanze ich nur noch, die wird nicht mehr gefalzt. So, die Ecken runde ich bis auf meine obere Ecke, runde ich die anderen drei ab. Die obere, das ist die, die sowieso oben nach oben guckt und offen bleibt, die möchte ich nicht abgerundet haben. Könnt ihr aber machen natürlich, wenn ihr das wollt. Und mein Einleger hier, den runde ich auch. Dann kann auch das weg. Dann brauche ich jetzt nur noch meine Falzlinien einmal nachknicken.
Und ihr könnt das dann auch schon mal zusammenkleben. Ich nehme dafür einen Kleberoller. Dann werde ich mir das jetzt prägen. Dazu habe ich mir hier den wilden Wein ausgesucht. Das ist diese hier, denn der Tee hat ja hier an der Seite auch diese kleinen Blumen. Und wie man embosst, das zeige ich euch mit der Big Shot. So, und zwar habt ihr zu der Big Shot hier dieses, diese Plattform. Und da sucht ihr euch jetzt die unterste Plattform aus. Den Rest könnt ihr einfach wegklappen. Dann nehmt ihr euch eure eure Prägeform, sondern schaut ihr, dass ihr das ganz ordentlich hier reinlegt, dass wirklich die ganze Karte ein Muster bekommt. Ja, dann braucht ihr eure Acrylplatten. So, eine nach oben drauf und dann wird das hier einmal durchgekurbelt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist also, wie ich finde, total schön. Es geht auch sehr, sehr leicht durch. Die Big Shot kann jetzt erstmal wieder weg. Die brauche ich gleich nochmal. Und jetzt will ich mir das ja hier mit meinem Glitzerspray noch besprühen. Und zwar habe ich mir ja da, habe ich ja schon mal erzählt, meinen Champagnernebel. Ihr seht, der hat sich jetzt hier abgesetzt. Den habe ich ja in eine Sprühflasche reingefüllt. Man muss also immer ein bisschen schütteln, bevor man das benutzt. So, und dann hat sich das jetzt hier wieder schön verteilt. Und dann nehme ich mir eine Unterlage und dann sprühe ich das einmal an. Ich mache das von beiden Seiten. So, jetzt ist das erstmal ein bisschen nass noch und dann lege ich das kurz mal auf die Seite. Ihr seht aber, wenn ich das jetzt hier anhebe, seht ihr, wie schön sich dieser Champagnernebel hier drauf legt. Ich liebe das. Naja, könnt ihr ja gewinnen. Jetzt mache ich meine Banderole fertig. Und zwar mache ich mir das ganz einfach. Ich werde jetzt die gar nicht großartig falzen, sondern ich lege die einfach gerade hier rum und knicke die einmal hier um meine Teeverpackung rum. Gehe mit dem Falzbein drüber. Und auf der anderen Seite mache ich das genauso. So. Und dann klebe ich das mit doppelseitigem Klebeband einmal fest. Mach die Schutzfolie ab. Hier ein bisschen Überstand, den schneide ich gerade weg. So, dann habe ich hier meine Banderole schon einmal fertig. Dafür brauche ich jetzt ja noch ein kleines Etikettchen. Und zwar habe ich ja hier die besten Wünsche aufgeklebt. Aufgestempelt. Das mache ich jetzt hier auch. Ich habe mir jetzt hier schon mal ein kleines Reststückchen vanillefarbenen Farbkarton hingelegt. Das reicht für meinen Stempeldruck. Da mache ich jetzt einmal die besten Wünsche drauf, und zwar mit espressofarbener Stempeltinte. Und dann werde ich mir das hier einmal ausstanzen. Das habe ich ja hier auch gemacht. Und mache noch so eine kleine espressofarbene Mattung darum herum. Ich habe hier
eine Etikettstanzform. Die gebe ich jetzt einmal durch die Big Shot. Ihr könnt aber jede Etikettform nehmen, die ihr möchtet. Ihr könnt das auch einfach nur mit der Schere ausschneiden. Ich gehe auch immer davon aus, dass es viele schauen, die keine Big Shot haben. Also mit der Schere passend zuschneiden ist wunderbar. Ein kleines Stückchen, was ein bisschen größer ist, in Espresso-Farbe. Das passt super dazu. Ich hole mir jetzt nochmal meine Big Shot hervor. Ich habe normalerweise, wenn ich also nicht präge, benutze ich diese Magnetplattform. Weil da einfach meine Stanzformen, wenn ich die auf die Magnetplatte lege, dann bleibt die so liegen. Und das Ganze habe ich nicht, wenn ich diese andere Form benutze. Ich muss mal gerade gucken, ob das vom Platz reicht. Jawohl. So, und dann gebe ich das hier einfach einmal durch. Mache ich das Ganze noch mal mit meinem vanillefarbenen Farbkarton. So. Und ihr seht einfach, diese Stanzform bleibt auf der Magnetplatte liegen, da wo sie hingehört, und verrutscht nicht, wenn ich das hier zusammensetze. Ansonsten kann man das aber, wenn man jetzt keine Magnetplatte hat, könnte man das auch mit Washi-Tape ganz gut festkleben, aber ich finde das doch so ein wenig praktischer. Dann tue ich meine Big Shot wieder weg. Habe hier meine besten Wünsche. Das schneide ich hier einmal in der Mitte durch und klebe mir das mit Tombow einfach unter mein Etikett. Habe dann hier so eine ganz kleine Mattung. Auf der anderen Seite auch. Schön. Dann kann das hier gleich drauf und dann werde ich als nächstes mir mein Champagner, Nebel, gesprühtes, geprägtes, ja, Teekärtchen. Mir nehmen. Sieht das nicht schön aus? Richtig toll. Man muss das nicht prägen. Wenn man das hinten noch beschriften möchte, ist das auch blöd. Da hält ja nichts drauf. Man kann durchaus dann hier so einen osterglockenfarbenen Farbkarton noch mit draufkleben auf die Rückseite, den man dann beschriften kann. Das passt dann ganz gut zum Teebeutel. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Farben an Teebeuteln zu Hause, die da ganz gut zu passen. So, jetzt mache ich mir hinten einfach oben und unten zwei Glue-Dots drauf. Und ich möchte jetzt, ich muss mir jetzt hier oben noch ein kleines Loch reinmachen für mein Bändchen. Und dafür stanze ich mir jetzt hier gleich ein Loch aus, möchte das aber hier ein bisschen verstärken, damit das Band das nicht ausfranst oder das nicht so komisch, ja, so wellig dann aussieht. Dann nehme ich mir ein Stück osterglockenfarbenen Farbkarton, ein Reststück. Und da stanze ich mir mit der 1 Zoll Handstanze einfach einen kleinen Kreis aus. Den habe ich mir ungefähr mal mit dem Schneidebrett in der Mitte einmal gefalzt, damit ich das besser knicken kann. Das ist auch nicht ganz die Mitte geworden, das ist aber nicht schlimm. Und den klebe ich mir jetzt hier einmal mittig auf. Braun und Gelb, das finde ich immer total schön. Das ist für mich eine ganz gelungene Farbkombination. Und dann mache ich hier ein Loch rein. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe mir doch tatsächlich, ich habe meinen Gürtellocher weggepackt und habe mir doch eine Crocodile gekauft.
und werde jetzt erstmals damit ein Loch stanzen, was wahrscheinlich auch sehr viel einfacher geht als mit meiner Lochzange. Ja, Träumchen, ne? Ist schon durch. Ohne Kraftaufwand. Sehr schön. Und da ziehe ich mir jetzt einfach ein osterglockenfarbenes Band drum. Ich habe jetzt das genommen mit dem Kreuzstich. Das schneide ich mir einfach hier ein Stückchen ab. Lege das doppelt, ziehe das doppelt einmal durch das Loch hindurch. Wenn das ein bisschen schwer geht, könnt ihr auch den Aufhebhelfer zur Hilfe nehmen. Ich musste mal den richtigen Aufsatz mir raussuchen. Dann legt ihr das hier einfach vor das Loch und stupst das hier mit der Kugel ein bisschen durch, bis es auf der Rückseite wieder rauskommt. So, dann einfach nur die beiden Bänder da durchziehen, durch die Schlaufe. Und gut ist. So. Gefällt mir sehr gut. Das kann jetzt schon in mein kleines Teebeutelheftchen. Nein, die Banderole drum. Auf die Banderole mache ich jetzt mit zwei Dimensionals meinen kleinen Gruß, meine besten Wünsche. Und dann brauche ich ja noch ein paar Schmetterlinge. Ich habe mir jetzt mit der Schmetterlingsstanze hier schon mal einen kleinen bunten Schmetterling ausgestanzt. Der ist aus dem Papier, aus dem Schmetterlingspapier aus der aktuellen Celebration, was es ja gerade dazu gibt. Und einen großen stempel ich mir jetzt einfach. Da nehme ich mir wieder mein Schmetterlingsglück und suche mir einfach einen schönen Schmetterling aus und stempel dann einmal in Espresso. Und den bemale ich mir einfach. Dafür habe ich mir jetzt, ihr könnt die Acrylstifte auch dafür nehmen. Ich habe mir jetzt hier schon die Stamping Blends zurechtgelegt. Einmal Apfelgrün und einmal Osterglocke. Und dann male ich hier einfach, ich brauche jetzt nur meinen großen Schmetterling, den male ich mir jetzt hier einfach aus. So sieht das Ganze aus. Das stempel ich mir, das stanze ich mir jetzt einmal mit der Handstanze aus. Achso, ich brauche ja noch meinen kleinen Schmetterlingskörper. Da habe ich gar nicht dran gedacht. So, und jetzt stanze ich mir das aber aus. Den kleinen Schmetterling, den brauche ich jetzt gar nicht. Den kann ich aber für ein anderes Mal benutzen. Ich habe ja jetzt hier schon mal einen einen fertigen, sagen wir mal so. Und da will ich mir jetzt hier noch ein paar Steinchen drauf machen. Ich habe jetzt hier so ein paar Mini-Strasssteinchen. Ich baue mal kurz eine Unterlage, dann kippe ich die mal hier drauf, dass ich sonst die Farbe gar nicht erkennen kann. Die sind nicht von Stamping Up. Mache ich hier ein bisschen Kleber. Brauche ich meinen Aufhebhelfer. Und dann mache ich mir hier noch so ein paar schöne Steinchen drauf. Dann ziehe ich die Schmetterlinge so ein kleines bisschen übers Falzbein, damit die sich hier ein bisschen, tja, das aussieht wie kleine fliegende Flügelchen.
außen auch. Und die mache ich ebenfalls mit Glue Dots an eins an dem an der Banderole fest, am Etikett. Und das andere an meinem Teebeutelheftchen. Es gibt hier zu dem, passend zu dem Set, diese schönen selbstklebenden Pailletten. Da nehme ich mir jetzt noch ein paar gelbe und klebe die noch hier an die Seite, jeweils zwei Stück. Ich nehme hier die kleinen runden. Auch auf die andere Seite mache ich das gar nicht. Da habe ich ja meine Schmetterlinge. Und dann sind wir schon fertig. Das ging wirklich ganz, ganz schnell. Das ist ein schnelles, schnell gemachtes Mitbringsel mit nur einem kleinen Stückchen Designerpapier. Alle Reststücke Farbkarton können dafür verwendet werden. Wer jetzt hier nur ein schmales Stück Banderole hat, nimmt halt ein schmaleres Stück. Das ist völlig egal. Ja, und das war's schon. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei, wenn ich weiter mit dem Schmetterlingsglück und dem Gartenglück bastel. Es wird wieder eine Verpackung geben. Und wenn ihr euch beeilt, schafft ihr es vielleicht noch an der Challenge teilzunehmen im Februar, wo ich diesen tollen Champagnernebel verlose. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dann habt noch einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Tschüss!